Nicht erwischt. Nicht erwischt. Du sollst in Deckung gehen, Depp. Erwischt. Immer noch nicht erwischt. Moin Leute und willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei einer Runde GTA Online und haben von Geralt mal wieder eine Mission bekommen. Und zwar möchte der Jute, dass wir folgende Mission machen. Und zwar immer der Reihe nach, Leute heißt sie. Und darin geht es eigentlich nur darum, dass wir bestimmte Leute killen sollen. Und zwar nach einer gewissen Reihenfolge. Heißt erst Big T, dann Little T und dann Small T. Und hinterher noch einen anderen Typen. Wir dürfen von dieser Reihenfolge nicht abweichen. Sonst endet die Mission wohl sofort. Schreibt er zumindest. Da er aber anscheinend, oder da die Map anscheinend uns immer automatisch von eins zum nächsten führt, wie das gerade so aussieht, ja, können wir da eigentlich gar nicht durcheinander kommen. Mal gucken. Wir sind noch knapp 3 Kilometer vor uns. Das scheint da jetzt recht schnell zu gehen. Der Highway ist auch nicht allzu voll. Umso weniger Gefahr, hier einen Unfall zu bauen. Umso schneller sind wir da. Gucken. Ah, da vorne können wir gleich schon wieder runter vom Highway. Ist das hier schon? Ist das hier schon? Ich glaube, ne? Oh, 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 hier runter, ne? Ja. Gut. Dann sollten wir der Fuck da hoch. Das kriegen wir mal anders hin. Ja, geht doch. Eine Menge Weg gespart. Gerade gucken, ob irgendwas Explosives. Sieht nicht so aus, ne? Okay. Da ist der Punkt. Ach du Schande. Jemand Deckung? Hab ich einen Granatwerfer? Nö, hab ich natürlich nicht. Nicht erwischt. Nicht erwischt. Du sollst in Deckung gehen, Depp. Erwischt. Immer noch nicht erwischt. Ihr wollt mich doch alle veräppeln. Ja. Der ist down. Schick. Schnell zu sehen, dass wir weiterkommen. Nein, warum denn meine Reifen? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, wir haben aber nicht allzu weit zu dem. Oh crap, das geht auch wieder auf Zeit. Wie die letzte Mission auch schon. So, dann sollte ich da vielleicht... Ja, ich hätte auf einem anderen Wagen umsteigen sollen. Der darf auch auf keinen Fall hier lang fahren. Aber der fährt gleich bestimmt weg. Da verwette ich doch was drauf. Ach shit, ich muss hier raus. Nein! Hingeblieben. Mist, der hat nicht angehalten. Das wäre eigentlich der perfekte Wagen gewesen. Nein, jetzt kommt hier kein Wagen. Bitte, 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 bitte bleibt alle Mann stehen. Ist down, ist down, ist down. Egal, ein Unfall gebaut, ist mir egal. 50 Sekunden noch, das wäre richtig knapp. Sorry, aber danke fürs Auto. So. Müsste das Wasserwerk nicht da vorne sein, wo man die Straße auch einen Berg sieht? Müsste es doch eigentlich, ne? Ja, das schaffen wir noch. Das wird zwar knapp, aber wir schaffen es. So. Na, ja, war klar, dass er wegfährt. Wenn das am Highway ist, fahren die immer weg. Nur zu sehen. Ist auch bestimmt der vordere Wagen, nicht der hintere. Na komm. Oh, die Karre kann aber... nicht so aussieht, echt schnell fahren. War so klar, dass der Penner rüberzieht. Ich versuche mal schon mal wen zu treffen. Jetzt war sehr aussichtslos.
leider. Ich muss ja nur den Fahrer treffen, dann habe ich es ja schon. Ah, jetzt kann ich. Ich treffe da keinen. Beide down. Und damit muss ich jetzt nur noch den vorderen Wagen kriegen. Oh nee, ich habe schon wieder am Platten. Das heißt, wir dürfen keinerlei schnelle Denkmanöver machen. Bitte was? Wo soll ich hin? Wie lange habe ich Zeit? Fast 2 Minuten. Okay. Wenn ich ein bisschen querfeld einfahre, müsste das auch mit der Karre noch zu schaffen sein. Außer wenn ich hier auf einen Stein treffe, und ich treffe hier bestimmt auf einen Stein gleich. Die haben sogar schon die Karre zerlegt. Ach komm, ach komm, ach komm. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Oh Mann, ich hasse es. Jetzt steig ein. Los, die Zeit. Das wird doch schon aufgrund der Zeit nichts. Jetzt gibt die Karre keinen Gas. Das wird doch nichts. Wir haben noch 1,6 Kilometer knapp vor uns, noch 1 Minute. Da müsste es jetzt wirklich schon mit sehr viel Glück zugehen, dass wir das auch irgendwie schaffen. Wobei wir schaffen knapp 300 bis 400 Meter in 10 Sekunden. Oh, jetzt geht's über eine Landstraße. Oh, das wird echt knapp. Ich hoffe nur, die fahren nicht weg. Weil dann haben wir verloren. Wenn also Gegner sind, die wegfahren, da haben wir doch keine Chance mehr gegeben. Schaffen wir das? 20 Sekunden? 300 Meter? Schaffen wir. Oh. Ach du Schande. Ach du Schande, ist ja alles voll. Okay. Ich habe schon gut was ausgeschaltet von denen. Ach du Kacke, hier kommen ja noch mehr Fahrzeuge. Nein, 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 nein. Verpiss. Tierisch aufpassen, dann nehmen wir sich. So rapide runter geht. Nein! Genau deswegen, jetzt müssen wir aufpassen. Weil dieses eine Leben haben wir ja eh. Penner. Auf weg. Wir haben hier gar keine Deckung, Das heißt, die 4 Leute, die da vorne auf der Karte waren. Oh, jetzt kommen da noch mehr. Kann man die ersten paar down? Kommen die nächsten. Okay. Okay, ich sehe jetzt hier gerade keinen mehr auf der Karte. Außer diesen komischen T. Das war nice. Klar, zerschießt jetzt auch noch hier noch die Reifen. Ey, ich drehe bald ab. So. Oh. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Komm hoch. Stand up, dum dum, stand up, dum dum, for champions. Nein, ich bin gestolpert. Jetzt reicht's. Ist ja Ruhe. Hoffe ich mal. Okay, da hinten soll der irgendwo sein. Ruhe. Hätten wir, der killt uns jetzt.
One-Shot-mäßig. Down ist er. Da hinten war irgendwo so ein Bulli oder sowas, der noch heile war. Ja, hier. So, aber das wird bestimmt noch dauern, bis wir die Mission hier abgeschlossen haben. Ich würde sagen, das war's für heute. Den zweiten Teil gibt's dann übermorgen. Ich hoffe, das Ganze hat euch bis hierhin gefallen. Gerne einen Daumen nach oben geben. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns die Tage wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin rein. Ciao.